fahre mit einem Motorboot unter Brücken mit verschiedenen Farben durch. Mit dieser Fortnite Season 4 Woche 2 Herausforderung, mit dieser Aufgabe, mit dieser neuen Aufgabe helfe ich euch in diesem Video. Aber erstmal erzähle ich euch, wie du mit etwas Glück einen Fortnite Skin gewinnen kannst. Leute, in Fortnite Season 4 verlose ich 64 Skins. Und bei mir gibt es nicht die billigen 800er Skins, bei mir gibt es die guten Skins. Ja, ich verlose 64 Skins in Fortnite Season 4 in jeder Woche. Woche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 verlose ich jeweils 7 Skins. Wenn du mitmachen willst bei der Verlosung, ja, dann schreib einfach deinen Epic Games Namen unten in die Kommentare. Und wie hast du dieses Video gefunden? Ja, schreib es rein. Hast du es über die Suche bei YouTube oder bei Google gefunden? Was hast du eingegeben? Hast du ist eine Abo-Box gehabt, warst auf der Startseite, schreib es mir unten in die Kommentare und deinen Epic Games Namen, wenn du gewinnen willst. Und wie gesagt, bei mir gibt es nur das gute Zeug, bei mir gibt es nur die guten Skins. Je nachdem, wenn es gerade ein Marvel-Paket gibt, ein Spider-Man-Skin oder irgendwas, dann verlose ich den, dann gibt es den halt einfach und nicht hier irgendwelche 800er Skins. So Leute, jetzt zurück zum Video. So Leute, da sind wir jetzt auch schon in einer Runde und ja, wir haben hier mehrere Brücken. Ich mache mal eben hier den Gleiter auf. Und zwar, da haben wir blau, da haben wir gelb-orange, ich weiß auch nicht genau, das war irgendwie rot irgendwie mal gewesen. Da haben wir blau und das Ding zählt nicht. Die da unten würde auch noch zählen, die ist auch gelb, ich glaube die soll hier rot sein. Und das war es an Brücken, die wir aktuell haben hier in der Season. Das heißt, wir müssen irgendwie, ist es am besten diese drei Brücken hier zu besuchen, die da. Und ihr könnt euch da ein Boot holen, da ein Boot, da ist glaube ich auch ein Boot, da ist ein Boot. Bei Authority sind auch 1000 Boote oder ihr geht hier nach Craggy und holt euch hier ein Boot, weil hier ist immer sehr, sehr entspannt, hier sind keine Gegner, die euch abknallen werden. Und ich gucke gerade mal selber hier, wo haben wir denn hier Boote? Okay, dann nehmen wir einfach das hier, das steht eh gerade so ein bisschen doof da. Hat gerade nichts zu tun hier und ab geht's. Ja, wenn ihr auf Land fahrt, einfach ein Turbo anmachen, guckt einmal links wieder, was die Turbo-Taste ist, fahrt dann los. Und ich würde sagen, ich mache hier mal ganz kurz den anderen Emote Dingsbums rein, hier den Iron Man, Leute, weil wir sind ja hier Iron Man, das ist jetzt hier gefährlich. Müssen wir unseren Schutzpanzer andrehen. So, ab geht's, Leute. Habe ich natürlich wieder die perfekte Lackierung für meinen Thumbnail gewählt hier. Da kennt wieder keine Sau was. Okay, dann fahren wir hier einfach los. Ihr könnt auch gerne da lang fahren, dann müsst ihr aber hier hoch. Es ist ein bisschen Geschmackssache halt, ne? Ihr könnt halt verschiedene Routen nehmen. Es werden natürlich jetzt sehr, sehr viele Leute versuchen, diese Challenge zu machen. Ihr könnt aber mit euren Freunden zu vierten Teams gehen und das machen. Kommt wenn ihr in meinen Discord-Server, wenn ihr keine Freunde habt. Ja, da findet ihr Freunde. Und ja, dann fahren wir durch, haben die erste Brücke erledigt. Oha, seht ihr, dass diese Spezialfische, wie die aus dem Wasser plumpsen? Mache ich auch mal sehr, sehr gerne, halte ich da meine Angel rein. So. Und weiter geht's. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, ihr könnt angeln mit, wie heißt das Ding hier? Mit dem Boot. Guck mal, man kann zielen. Wenn man dann langsam, ich fahre jetzt erstmal hier links lang. Mal, rechts lang, sorry. Links-Rechts-Schwäche habe ich, Digga. Hat wieder nicht geklappt, meine Güte. Pass auf, jetzt das Ding da. Seht ihr das? Dann kann man hier schön Fische angeln. Und der da auch noch. Und so geht das dann ganz, ganz easy. Wir fahren jetzt mal unter die Brücke durch, haben jetzt zwei Brücken. Und drehen um. Ihr könnt euch natürlich auch die ganzen Fische gönnen. Würde ich empfehlen, macht das am besten in Gruppenkeile. Das spart euch die Nerven, denke ich. Und wir fahren dann weiter. Ich will hier die ganze Zeit dann angeln, ne? In der Hoffnung, dass hier irgendein fetter Fisch rauskommt. Kennt ihr das eigentlich, dass irgendwie, wenn ihr irgendwas angelt, irgendein lila Fisch, dass dann irgendein Arschloch angerannt kommt und euch den Fisch wegklaut und frisst? Das passiert mir so oft, das ist so asozial. Das ist in der Gruppenkeile die Leute ankommen und einem die Vorratskisten klauen. Ja, die Ballons, die da runterkommen. Ist schon mega asozial. Aber mit den Fischen, das ist wirklich, also das ist wirklich, keine Ahnung, also wirklich, also das ist, ganz ehrlich, also das, da würde ich den Leuten am liebsten die Hand abpacken, ja, also wirklich, das ist der Wahnsinn. Wenn mein Fisch klaut, der klaut nie wieder, ja, also Wahnsinn, also wirklich einfach nur krass, wie die Leute einfach wirklich, die kommen aus 10 Metern angerannt, oh, lila Fisch, lila Fisch,
So, jetzt sind wir hier auch durchgefahren, ne? Also ich zeige euch nochmal die Route, die ich gefahren bin. Ich bin hier oben runter, bin dann hier nach links, bin dann nach Authority runter, dann nach rechts und bin dann am Zonenrand und kann auch ganz gut looten und die Runde zu Ende spielen und noch die anderen Aufgaben machen. Leute, wenn das Video geholfen hat, freue ich mich, einen Daumen hoch, Abo und Glocke, tragt Kürtekunde Butter TV, wenn ihr meine Gewinnspiele feiert und mich supporten wollt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.